Ich schenke dir mein Herz, mehr hab ich nicht. Du kannst es haben, wenn du willst, es ist ein Gutes und es gibt noch manche, was würd nehmen, aber dir würd ich's geben. Die Seele ist eine kleine Bar, irgendwo in der Stadt, wo du bestellst, ein bisschen Kilogramm. Ich schenke dir mein Herz. Als ich das erste Mal gehört habe, glaube am Radio, habe ich vielleicht nur einen Teil des Text verstanden und habe gedacht, das ist ein sehr schönes, entwaffnendes Liebeslied. Und erst, als ich es dann gekauft habe, und damals hat man Musik noch gekauft, und es gehört habe, habe ich gemerkt, dass das ist Geschichte von einem, der ein bisschen allein ist und in eine Bar geht und sich in eine Stripperin verliebt und ihr sein Herz schenkt. Das hat dem Liebeslied noch einen ganz neuen doppelten Boden gegeben. Auch da habe ich das Gefühl, das ist jemand, der so ähnliche Sachen auch schon erlebt hat. Und es ist durch das, durch die Doppelbödigkeit vielleicht eines der schönsten Liebeslieder in der Schweiz. Im letzten Tram, so spät am Abend, unterwegs zu der Engelstation, hat manche seine Träume begraben. Paul Hofer, im letzten Tram. Ein wahnsinnig genaues Stimmungsbild, wo ja, ich hätte ihn gerne mal gefragt, aber ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt. Über so etwas, wie ich das auch würde, irgendwann an einem Schreibtisch schreibt, oder wer einen ist, wo, das gibt es ja auch, wo in einer Situation sich befindet und dann so eine Idee hat. Das ist für mich vielleicht das schönste Paul Hofer-Lied. Und Paul Hofer hat mich ja wie die meisten von uns viele Jahre begleitet, musikalisch. Und darum darf das in dieser Sammlung nicht fehlen. Campari Soda, ich bin in dieser Zeit viel rumgeflogen in der Welt. Genau das, dass ich das im Flugzeug sitze und sich langsam zulaufen lasse. Weil man hat ja ein bisschen Angst im Flugzeug, wenn man normal ist. Und sich dann so ein bisschen einlullen und sich selber aufgeben und sich völlig dem Pilot da vorne anvertrauen. Das ist ein wunderbares Bild. Und dann das Sax immer dazu, das hat es auch noch besser getroffen. Dann, wenn man geflogen ist, hat man noch nicht können Film schauen oder so. Oder gut, manchmal hat es so eine Leinwand gegeben, wo irgendetwas Unscharfes gelaufen ist. Aber sonst hat man auch Kopfhörer gehabt und die drei Kanäle, die klassische und der Unterhaltungs- und der gemischte Kanal einstellen und
bei mir war es jetzt nicht Campari Soda, sondern immer Bloody Mary. Ich weiss jetzt gar nicht, wer das rhythmisch hergegangen ist. Immer noch eine Bloody Mary, doch, ging auch, ja. Aber ja, ein lange Zeit-Lied. Macht am Rondell, Latschpitz Schweiz. Es ist kein Sieg und kein Eide mehr. Das ist so ein guter Song. Das ist von Fish Hole. Die haben nur ein Album gemacht. Und La Mama ist ein fixer Song von einem wunderbaren Musiker, wo man spürt, dass er weiß, von was er singt. Ich habe auf dem Album, oder auf dem Album sind drei Texte, die ich geschrieben habe. Und ich habe sehr schnell, als ich das erste Mal das Album gehört und gemerkt, dass meine drei Songs nicht unter den besten sind, sondern dass der beste Song mit Abstand La Mama ist. Ein Song, der beim Feuilleton und bei den Kritikern sehr viel Beachtung gefunden hat. Und leider nicht der Hit geworden ist, den er verdient hat. Vielleicht, weil er ein schwieriges Thema hat. La Mama. Wenn ich gesund und zwar kann bleiben, möchte ich wieder das Wahrheit. Das kann ich nur kurz lassen, weil sonst können wir immer gerade sofort tränen. Das Lied heisst «Lange Zeit». Ist von Jakob Ummel. Vielleicht grösste Jodellieder, Texter und Komponist und Sänger, was glaub gegeben hat. Der ist im vorletzten Jahrhundert, Ende vom vorletzten Jahrhundert, in den 90er Jahren geboren. Und in den 80er Jahren vom letzten, mit fast 100, mit 97 gestorben. Von Beruf war er Tramführer in Bern. Ist wie fast alle Schweizer Volksliedkomponisten, kein Bauer und kein Älpler gewesen, sondern eben hatte so einen sehr urbanen Beruf gehabt. Und er hat auch andere schöne Jodellieder gesungen, der Rudeli, ein Lied über das Knechtli, wo andere Leute ihre Kühe muss hüten. Einer von den wenigen, der auch ein bisschen über das Elend vom Bauernstand gesungen hat und nicht immer die päbige Fröhlichkeit, die sonst die Jodellieder haben. Und er hat also der Jodel, wo man da dazu singt, mit dieser wunderbaren Glöckli-Stimme, das ist für mich jetzt reine Schönheit. Ganz, das sage ich ganz ungeniert. Ich höre sonst ja sehr auf Text von Liedern. Und der Text da ist jetzt nicht an allen Stellen, finde ich jetzt den so toll. Aber der macht das Wett mit einem wunderbaren Jodel. Jakob Ummel, lange Zeit. Dazu muss man auch sagen, ist ein wunderbares Wort, lange Zeit. Lange Zeit haben, das gibt es. Glaube ich, keiner eine andere Sprache als im Schweizerdeutsch. Und ich glaube, in fast allen Dialekten. Ist, wenn man sich, je älter man wird, desto mehr mit der Zeit beschäftigt,
ein verblüffender Ausdruck, dass Zeit etwas Langes kann sein kann. Es ist ein anderes Wort für Sehnsucht. SRF 3